Der letzte Tag beim WTT Champions in Frankfurt ist geschafft. Ein letztes Mal kann ich sagen, sum up, herzlich willkommen. Und zwar heute mit mir, Richard Brause. Richard, wir haben vor 2 Wochen bei Pingpong und Brause so ein bisschen auf das Event geschaut. Dann haben wir uns auf der Players Party getroffen, da habe ich dich so ein bisschen gefragt. Und jetzt machst du den Deckel drauf. Hast du noch Power? Kannst du noch? Also ich habe noch Power, weil ich bin sozusagen noch euphorisiert. Also ich muss sagen, das war vom Anfang bis Ende richtig großer Sport. Bisschen Gänsehaut auch gehabt? Ich meine, die Finals sind nicht lange her. Ja, also ein bisschen Gänsehaut, weniger bei den Damenfinals. Da war ich ehrlicherweise froh, dass Wang Mengyu überhaupt angetreten ist. Ich vermute, dass die wirklich ein bisschen was hat am Oberschenkel. Aber ja, das Setup fürs Herrenfinale und auch der Ausgang ist natürlich was ganz Spezielles. Also für euch zu Hause, Titelträger bei den Damen und auch bei den Herren sind nicht die Nummer 1, 2 und 3 der Welt, sondern es ist ein bisschen anders gekommen. Wir werden gleich mal kurz drüber sprechen, schauen uns aber zuerst die Bilder des Tages an. Richard, wir beginnen mal mit den Damen. Wir haben gesehen, Wang Mengyu gegen Wang Yidi und es ist ein 0-4 aus der Sicht von Wang Mengyu. Du hast schon gesagt, das Knie war so ein bisschen die Frage. Hat sie das irgendwie eingeschränkt heute? Kannst du gleich gerne was zu sagen? Kurioser Spielverlauf ein bisschen, ne? Wird eigentlich in 2 Sätzen überrollt, vergibt dann mehrere Satzbälle und am Ende haben wir ein bisschen merkwürdiges 0-4 aus ihrer Sicht. Ja, also ich denke eigentlich, Wang Mengyu ist für mich, auch wenn ich den Head-to-Head so ein bisschen im Hinterkopf habe, der glaube ich hoch für Wang Mengyu ist, doch ein Stück weit eigentlich die Favoritin gewesen. Man hat gemerkt, das geht im Damenbereich halt viel über das Rückhand-Rückhand und das aggressive Wechseln, aber wir haben hier 2023, einmal wechseln langt nicht, man braucht einen zweiten und einen dritten Wechsel. Und dieser erste Wechsel, der war für Wang Mengyu jetzt schon so schwer, dass Wang Yidi das ziemlich schnell ausgenutzt hat. Ich glaube, das ist natürlich für Wang Yidi noch die Schwierigkeit, naja, die Weltmeisterin von 2021 zu schlagen. Das ist schon nochmal ein Ding, aber am Ende war, glaube ich, Wang Yidi einfach die Bessere. Du hast das Head-to-Head angesprochen, es stand 5-1 für Wang Mengyu. Jetzt ist aber die Frage, rate mal, in welchem Land der eine Erfolg bis heute gewesen ist für Wang Yidi. Na, war das in Deutschland? Es war in Deutschland. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, es war 2019 in Bremen. Okay, bei der letzten German Open sozusagen. Genau, das heißt, jetzt hat sie es wieder auf deutschem Boden geschafft. Ja. Vielleicht nochmal so als kleinen Fact. So, und dann hatten wir Ma Long gegen Lin Yunyu. Ein Match, auf das wir uns auch natürlich sehr, sehr gefreut haben. Ich hatte den Eindruck, Ma Long hat dann wirklich auch ein bisschen gestruggelt. Ja. Lin Yunyu hat wirklich eine überragende Performance gezeigt, über die ganze Woche hinweg gesehen. Das zeigt auch nochmal so ein bisschen, dass die Niederlagen von Patrick Franziska und Benedikt Duda, glaube ich, echt in Ordnung gehen. Absolut. Der hat unfassbar abgeliefert hier in der Woche. Der hat unfassbar abgeliefert und hat sich im Spiel auch nochmal so technisch ein Stück weit weiterentwickelt. Denn man kannte ihn, dass er sehr viel, ich will es mal so sagen, reaktiv spielt. Das heißt also, ich sage das immer, mit der Kraft der 2 Herzen. Er lässt seinen Gegner anfangen und nimmt die Geschwindigkeit mit. Das ist hier anders gewesen. Der hat auch oft auch auf den ersten Ball sehr, sehr viel Druck gemacht. Nicht nur mit Rückhand, sondern auch mit Vorhand. Und da hat er schon
echtes Ausrufezeichen gesetzt. Und steht jetzt, glaube ich, im Head-to-Head aktuell, es war, glaube ich, ein 5-3 vorher für Malong, nur noch 5-4. Ich glaube, aus der Sicht von Lin Yunyu, eine Bilanz jetzt von 4-5 gegen Malong ist ein Fingerzeig. Ist absolut akzeptabel, würde ich sagen. Ja, aber insgesamt, was halt schon spannend ist, der schlägt beide Spieler, die eben bei Olympia für China eine ganz wichtige Rolle spielen werden, in welcher Kombination auch immer. Ich glaube also, Lin Yunyu nimmt mit nach Hause, er kann gegen jeden gewinnen und die chinesische Delegation nimmt noch ein paar mehr Hausaufgaben mit nach Hause. Wir schauen gemeinsam auf den Ballwechsel des Tages. Oh, he made it! Lin stayed alert. I mean, the dragon flies in there. With a dagger to the heart. This is unbelievable athleticism. He didn't have to smash that one. He could have just put it on the table in any way he wanted, but... So, Richard, du weißt ja, wie ich das mache, ne? Ich lasse mir ja mal die ein oder andere Kategorie einfallen. Das will ich auch mit dir machen. Wir machen ja, habe ich am Anfang gesagt, heute den Deckel drauf. Das heißt, wir wollen vielleicht mal so ein kleines Zeugnis ausstellen. So ein bisschen wie in der Schule früher, Noten 1 bis 6. Ich habe mir 4 Fächer sozusagen aufgeschrieben. Mit Deutsch und Englisch ist ein bisschen jetzt schwierig. Lass uns das mal anders nennen. Wir nennen es Sprachen bzw. Kommunikation, die Botschaft, die hier rausgegangen ist. Du kannst ja mal eine Note vergeben und dann noch einen Satz dazu sagen jeweils. Also das wäre die erste Kategorie. Also kurz überlegen. Ich gebe in der Kommunikation insgesamt eine 1. Warum? Weil man hat was Innovatives geschafft darzustellen für eine Sportart, die so ein bisschen ein konservatives Image hat. Genau. Finde ich sehr gut. Dann haben wir Mathe. Warst du gut in Mathe? Ehrlicherweise ganz schlecht. Mit Mathe meine ich sowas wie eine Formel oder irgendwie ein Format. Also zielt natürlich darauf ab, 32 Spielerinnen und Spieler, einen Tisch die ganze Zeit. Was für eine Note gibst du persönlich? Ich weiß natürlich, du bist ja auch irgendwie ein bisschen befangen und so, aber diesem Format. Ja, ich gebe dem Format tatsächlich eine 2, weil ich glaube, 8 Tage ist vielleicht 1-2 Tage zu viel. Ja. Darüber muss man einfach so ein bisschen sprechen. Jetzt muss man einfach wissen, das Format war eigentlich gedacht als getrenntes Champion-Damen, getrenntes Champion-Herren und man hat das im Augenblick zusammengelegt. Ja. Also ist es tatsächlich schon so, dass man darüber auch nachdenkt, bleibt man jetzt bei dem Format oder kann man es ein bisschen anpassen? Also ich sage, so wie es jetzt ist, Format 2, Eintischlösung, finde ich richtig gut. Gute Info, wusste ich noch nicht, dass das vorher so gewesen ist. Dann haben wir noch die Physik, nehme ich nochmal mit rein. Konnte ich persönlich überhaupt nicht, aber damit ist gemeint die Spielbedingungen. Ich glaube, darüber konnte man sich nicht beklagen. Oder? Also Spielbedingungen könnte man sich gar nicht mit beklagen. Kleiner Funfact, die Spieler und Spielerinnen haben immer verzweifelt versucht, den Ball aufspringen zu lassen, weil sie immer so gesagt haben, der Ball springt hoch, der Sprall springt hier nicht hoch. Das liegt nicht daran, dass der Boden irgendwie in Frage zu stellen ist. Liegt ein bisschen am Unterboden, dass der eben den Ball eben anders wiedergibt. Mhm. Und ja, mussten sich die Spieler und Spielerinnen erst dran gewöhnen. Und dann haben wir noch als viertes Fach auf unserem Zeugnis Sport. Du bist Sportlehrer. Wir denken an die deutschen Spielerinnen und Spieler. Wir hatten mit Dimitri Ovtcharov einen Spieler im Viertelfinale. Es ist ein unfassbar hohes Niveau. Ja. Die Konkurrenz ist sehr, sehr stark. Was für eine Note gibst du im Fach Sport sozusagen? Also im Fach Sport gebe ich uns eine 2, eine gut. Wir haben einen Spieler letzte 8 gehabt und wir haben von 11 Startern 5 letzte 16. Das heißt also, egal wie wir es jetzt strukturieren wollen, wir haben 11 Starter gehabt und eben die eigentlich auch schon so ein bisschen höher eingestuft waren, also ohne Wildcards, sind von vornherein schon so Favorit gewesen, ein bisschen weiterzukommen. Ja. Und wir haben es sogar geschafft, dass eine Sabine mit einer Wildcard eben auch ein Stück weitergekommen ist. Insofern ist das für mich das Gefühl, hey, wir sind nicht nur in der Spitze, sondern ein bisschen breiter in der Spitze aufgestellt. Und ich freue mich natürlich dann, wenn sowas am Ende funktioniert. Die ärgerlichsten Niederlagen aus deiner Sicht? Ich persönlich denke zuerst an Patrick Franziska, 2-0 Führung gegen Lin Yunyu. Ich denke auch an Nina Mittelham gegen Mima Ito. Mit Chancen? Fällt dir noch irgendwie was ein? Oder? Also natürlich einfach ein bisschen ärgerlich war es vielleicht auch aus Sicht von Ruven Filus, weil der hat ein herausragendes Match gemacht gegen Matthias Falk, um dann vielleicht am Anfang des 5. Satzes so 1-2 Chancen nicht zu nutzen. Aber ich sag mal, unterm Strich kann man schon zufrieden sein. Und Timo, der sich ja auch ein bisschen so in den Interviews geäußert hat, da ist er nicht zufrieden mit. Ja. Ich denke, der wird dann schon wieder im Training sein.
Ja, weil er muss noch ein bisschen was aufarbeiten. Er muss ein bisschen was tun. Er ist auch ein bisschen abgerutscht in der Weltrangliste. Das leicht. Heißt, leicht. Gesamtnote? Gesamtnote, ich bleibe bei meiner 2. Ja, 2 plus wäre gewesen, wenn ich vielleicht noch einen zweiten Spieler oder eine Spielerin im Viertelfinale gewesen oder gewesen wäre. Aber insgesamt, glaube ich, war das eine gute Leistung von unseren deutschen Spielern und Spielerinnen. Oh, jetzt habe ich eine schöne Überleitung. Würdest du sagen, es war auch eine gute Leistung, dass du eine junge Dame heute zum Weinen gebracht hast? Ach je, ja, also da hab ich selbst so ein bisschen mit den Wasser in den Augen gekämpft. Ja. Aber ja, für Patty, das war natürlich erstmal mir ernsthaft eine ganz große Ehre und ja, fühlte mich echt geehrt, dass ich das machen durfte. Und ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Gemeint ist natürlich Patricia Solja, die heute hier in der Halle gewesen ist. Sie hat ja relativ überraschend damals dann ihre Karriere beendet, hat einiges erreicht, ist Europameisterin geworden, hat im Mixed tolle Sachen erreicht, bei der WM 2x Bronze, hat Olympia Silbermedaille mit der Mannschaft. Jetzt habe ich, glaube ich, alles soweit erstmal mit reingeholt. Und Richard hat heute eine tolle Rede gehalten, ohne Notizen, ohne alles, hast dich hier hingestellt. Und ich glaube, der Benedikt hat da ein bisschen was von eingefangen und wir schauen uns das mal an. Riesenapplaus für Patricia Solja. Was macht ihr mit mir? Wir kamen schon die ersten Tränen, da bin ich überhaupt noch gar nicht hier eingelaufen. Ich kann mir keinen schöneren Abschluss vorstellen hier vor deutschen Leuten, deutschem Publikum. Jump Open war ja immer mein Lieblingsturnier und vielen, vielen Dank für die letzten Jahre, für die schönen Momente und Erinnerungen und wir sehen uns bestimmt mal wieder. Ja. Hast du abseits oder nach deiner Rede noch kurz mit ihr sprechen können? Wie hat sie es aufgenommen? Ja, also ich glaube, sie war echt, man hat es ja gesehen, gerührt und hat sich auch, ja, ich glaube, für die Worte bedankt. Und ich habe sie ja wirklich viele Jahre begleiten dürfen, seit 2005. Sie hat ja schon viel länger gespielt, ja. Gar keine Frage. Aber auch als Sportdirektor, ja. Wo man eben tatsächlich auch dann, so ein gutes Verhältnis probiert eben, oder nicht nur probiert, sondern auch entwickelt. Und ja, ist mir schon ein Stück weit als Herz gewachsen. Ist ja eine sehr emotionale Spielerin. Und ja, also es hat mich auch wirklich ein bisschen angefasst. Ja, ich stand daneben und hatte auch so ein ganz bisschen so dieses, ein ganz besonderer Moment war das irgendwie. Ja. Wir haben noch einen kleinen Clip für euch. Richard, weißt du, hast du mal gezählt, wie viele Kameras hier sind? Ehrlicherweise, keine Ahnung. Ich kann es noch nicht mal schätzen. 10? Ich löse es mal nicht auf. Wir gucken uns das mal an. Ich bin ein bisschen unterwegs gewesen und habe mir diese ganze Produktion mal angeguckt. Also wie läuft das eigentlich ab? Von hier drin, dann raus in den Übertragungswagen und da schauen wir mal rein. Ich habe mir ehrlicherweise noch nicht genau überlegt, wie ich das Format nenne, aber vielleicht Behind the Stream könnte man es eigentlich gut nennen. Wie heißt das hier? Wo sind wir hier? Wir sind hier im Ü-Wagen, im Übertragungswagen. Hier kommen alle Kameras zusammen, hier kommen alle Tonsignale zusammen, die fürs internationale Broadcast gebraucht werden. Und das ist im Grunde hier so die Schaltzentrale, wo ihr gerade drin steht und was ihr hier so seht. Dann haben wir den Tobi. Genau. Dann haben wir den Gerald. Mhm. Oh, das sieht ja... Guck dir das mal an, du. Das sind doch die ganzen bunten Knöpfe, die ich sehen wollte. Quasi dafür da, dass der Zuschauer ein harmonisches Bild erhält, was da gemischt wird. Ne? Und dass beim Umschnitt der, sag ich jetzt mal ganz blöd, der Tischtennisball nicht mal beige oder mal gelb ist und dann wieder weiß. Ja, ja, ja. Also so viel zu der hochprofessionellen Übertragung. Ich weiß nicht, du hast ja sicherlich vielleicht zu Hause oder im Hotel oder so auch mal in den Stream geguckt. Das ist schon gut. Ja, also ich habe im Stream mal ein bisschen reingeseppt und tatsächlich zu Hause. Ich wohne nicht so weit weg von hier, aber ich war natürlich auch die ganze Zeit bei der Delegation, weil du weißt, der Captain ist immer vor Ort. Ja. Und aber es war schon eine hochprofessionelle Sache, die hier eben angeboten worden ist. Übrigens, das ist nicht das letzte Format, was ihr jetzt sehen könnt. Behaltet den YouTube-Account vom Deutschen Tischtennisbund, wo wir natürlich jetzt hier auch sind, noch mal ein bisschen im Auge. Volunteer-Party war
war gestern Abend noch. Ich habe mich ein bisschen unter die Leute gemischt. Das teasen wir jetzt hier mal nicht mit Bildern, aber da wird noch ein Video kommen. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Richard, dir erstmal vielen Dank. Aber was hältst du denn davon, wenn wir den Mann hinter der Kamera und auch den Finlay, die ganze Zeit hier so viel tolle Arbeit gemacht haben, jetzt auch noch mal ganz kurz vor die Kamera holen? Ich denke, das ist ein absolutes Muss. Das müssen wir machen. Wollen wir mal ganz fies sein und einfach unsere beiden Mikrofone an die übergeben? Und die machen das zu? Die sprechen nochmal genau, über ihre Arbeit? Die machen es zu, die machen den Deckel drauf. Und wir drauf. Gehen raus. Wir gehen raus. Ja. Ja, ach so, es will er nicht. Okay, komm, Finlay, komm mal rein. Ja. Wasserflasche weg. Also ich kann natürlich das auch ohne euch machen. Los, komm mal rein. So, guck mal. Ja gut, da machen wir also, es hat so einen Hauch fantastische Vier, oder? Ja, irgendwie schon. Ich frage mal Finlay, du bist noch nicht lange dabei, ne? Noch nicht lange, zwei Monate. Du machst einen, wie nennst du es genau? Bundesfreiwilligendienst. Ja. Ne? Und wie hat es dir gefallen hier? Sehr gut hier, es war auf jeden Fall ein super Start in den Bundesfreiwilligendienst und ja, war sehr cool. Und du bist sehr, sehr dicht rangekommen immer? Sehr, sehr dicht. Ich glaube, noch dichter als die VIP-Plätze sogar. Also dichter ging es nicht und ja, war ein Erlebnis auf jeden Fall. Solche Möglichkeiten gibt es hier beim DTTB. Und jetzt stellt Richard eine Frage an seinen kongenialen Podcast-Partner. Ihr sprecht jetzt mal. Benedikt, wir beiden, ne, dass wir vor der Kamera sind, wo wir uns normalerweise sonst die Wörter sozusagen immer zuspielen. Benne, aber nee, sag mal, die gehen jetzt einfach. Benne, jetzt sag nochmal, wie war das denn für dich die ganze Zeit mit dem Dennis und nicht mit deinem kongenialen Podcast-Partner unterwegs zu sein? Ich bin begeistert, dass du endlich mal eine Anmoderation machst, was du beim Podcast nie machst. Von daher, also Dennis 1A. Wenn er nicht gerade beim Essen war, hat er wirklich richtig gut mitgearbeitet und nein, war glaube ich super, oder? Ja, also ich muss sagen, das nochmal, ich gucke nochmal, Dennis ist noch nicht weggelaufen, das finde ich eine ganz wichtige Sache, weil ich will noch was loswerden. Also euch insgesamt mal von außen, ich bin ja heute das erste Mal da, zu loben. Also es war wirklich ein tolles Format und ich glaube so ein bisschen neue Wege. Jetzt guck mal, jetzt kommt ihr wieder. Ja, ich bin ja ganz bisschen unruhig. Bisschen kuscheln. Aber ernsthaft, das war eine gute Sache, da müssen wir weiter ran. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, ehrlich. Ich fand das ganz toll, habe ich gestern schon zu mir Claudia auch, ja, gesagt. Also um mal ehrlich zu sein. Ja. Das war wirklich gut mit Dennis. Der Mann ist ein Profi. Den kann man schicken, würdest du sagen. Der hat immer was in der Pipeline, würdest du auch sagen. Und, ja, aber wer sitzt denn hier bis nachts um 1:30 und man cuttet alles fertig? Ja, ja. Haben wir uns jetzt gegenseitig genug gelobt? Ja, ich glaube, jetzt machen wir auch. Jetzt wird es peinlich, Richard, ja? Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Immer wieder. Ciao, ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao. Hast du gute Sounds auf dem Ohr? Oh, mein Freund. Du kommst immer, wenn die Kamera läuft. Ja. Was kann ich mit dir denn ASMR machen? Leider wenig Zeit. Okay. Oh, das war bestimmt ein super Sound. Danke.